Hallo, grüßt euch und herzlich willkommen zu einer neuen Fahrt hier in Train Sim World. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mit so einer kleinen, ja, Spezialepisode. Es geht nämlich darum, dass der gute User der Flo aus dem railsim.de Forum das erste Szenario erstellt hat für Train Sim World. Und zwar hat er die BR204, die Diesellok, die ja eigentlich nur für den Güterdienst eigentlich verfügbar ist. Damit hat er ein Personenverkehrsszenario erstellt, und zwar RB 233-19. Wir müssen heute auf der Maintalbahn Schienenersatzverkehr leisten. Und zwar ist nämlich der Triebwagen BR 628-436 ausgefallen und wir müssen heute mit unserer Doppeltraktion BR 204 diese Garnitur hier, die ihr hier stehen seht, einmal Richtung, ja, es ist Richtung Aschaffenburger Hafen, aber wir biegen dann anstatt rechts zum Hafen links ab und es wurde dort auf der Strecke auch noch ein umgefallener Baum gemeldet und die Garnitur, die hier steht, die zwei Mittelwagen, also hier haben wir ja den Triebwagen und hier vorne haben wir dann die zwei Mittelwagen, die waren eigentlich zur Wartung abgestellt und mussten jetzt einspringen und deswegen geht dort die Beleuchtung nicht. Ja, sehr cool, der Flo. Vielen Dank. Es ist jetzt kein Szenario, wie man es aus dem Grundspiel kennt. Wir haben jetzt hier keine Anzeigen, wo man als nächstes hin muss, was man als nächstes tun muss. Auch hier Ablauf ist nichts drin. Das Ganze packe ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Ich babbel jetzt hier noch ein bisschen rum, weil wir haben noch ein bisschen Zeit, bis wir abfahren müssen, bis 14:54 Uhr. Packe ich euch in die Videobeschreibung. Da ist auch eine detaillierte Anleitung dabei. Da ist ein Safe Game dabei und wie ihr das alles einfügt, in welchen Pfad. Das hat er wirklich super dabei geschrieben. Ist eigentlich idiotensicher. Ich habe es auf Anhieb hinbekommen. Ich bin da eigentlich auch immer jemand, der sich schwerer tut, wenn man irgendwas noch umschreiben muss und hast ihn nicht gesehen. Aber das war wirklich total easy. Ja, machen wir mal hier die Tür auf, denn wir müssen hier erstmal vorne in den Steuerwagen, müssen hier die Batterie anschalten. So, fahrend. Und dann müssen wir einmal den Richtungswender auf neutral. Denn sonst können wir vorne in der 204er die Türsteuerung nicht aktivieren. Dass die Türen dann aufgehen. So. Es hatte sich auch mal jemand gewünscht, ich soll mal nach hier oben gehen. Das tue ich jetzt mal. Schon öfter, ich glaube, der Buffercrafter. So sieht das hier oben aus. Wir uns auch noch mal kurz hinsetzen. Doppelstockwagen oben. Habe ich diesen Wunsch auch mal erfüllt. Das hat er jetzt nämlich schon öfter gesagt. Machen wir die Tür wieder zu und gehen mal nach vorne. Da warten schon unsere zwei Dieselloks. Und auch danke noch mal an den guten Etienne aus unserer Community. Der hat mich nämlich darauf hingewiesen. So, steigen wir mal hier ein. Machen das Ganze mal fit. Ist die Batterie schon an? Batterie ist an. Dann schmeißen wir den Motor mal an. Nee, Quatsch. Schlüssel rein. Einmal hier. Einmal hier, jetzt dürfte es gehen. Nur Motor. Genau. Oh, dieser Sound. Ich weiß gar nicht, ob wir die zweite auch anschmeißen müssen. Wir machen das einfach mal, oder? Gucken, ob das überhaupt geht. Boah, geil. Herrlich. Wie gesagt, bin mir nicht sicher, ob man das machen muss. Ich bin ja, wie gesagt, kein ausgebildeter Lokführer. Hauptschlüssel rein. Nur Motor. So. Kann auch sein, dass ich das falsch gemacht habe jetzt, aber. Warum Doppeltraktion, wenn man nur eine Lok anmacht? Das war jetzt meine Frage.
So, Spitzensignale an, weiß und weiß. Dürfte jetzt passen, ne? Genau. So. Dann machen wir uns noch Führerstandsbeleuchtung, brauchen wir nicht. Wir brauchen aber Instrumentenbeleuchtung. So, die machen wir an. Ja, und dann hätten wir es doch. Perfekt. Bremse auflösen und dann sind wir doch direkt abfahrbereit. Dann Richtungswender noch auf Vorwärts. Einmal noch Zeichen geben. Moment, wir machen uns noch die SIFA an. Und ab geht's. Geil. Richtig cool. Güterzug da hinten macht sich auch auf die Reise. Sehr, sehr cool. Ja, ist jetzt auch nicht so schlimm, dass wir hier keine Anzeige haben, wo wir anhalten müssen. Weil wir dürfen ja eh nicht so schnell fahren. Und dann werden wir es schon hinkriegen, an den Bahnhöfen anzuhalten. Ich glaube, es sind zwei Stück auf dem Weg zum Hafen. Hatten wir ja schon gesehen. Wo wir, ich glaube, im ersten Szenario sind wir runter zum Hafen gefahren. Da habe ich noch gedacht, wow, hier sind ja Bahnhöfe. Ja, die wurden jetzt eingebunden. Verdammt cool. Sehr schön. Ja, wir können das noch mal kurz angucken. Wir fahren jetzt einmal hier runter. Ja, hier ist ein Bahnhof. Hier ist ein Bahnhof. Oh wei. Okay, wir haben ein rotes Signal. Nee, ist doch grün. Ist doch gar nicht rot. Nee, hier ist gar keins. Oh, oh. Nee, alles gut. Schon einen kleinen Schock bekommen. Ja, wir fahren hier einmal runter. Und hier, das meine ich, anstatt dann hier runter zum Hafen abzubiegen, fahren wir dann hier lang. Und hier wird es dann einfach zu Ende sein. Da ist ein rotes Signal und da ist ein Baum auf der Strecke, so wie ich das gehört habe. Genial. So, Abschleppdienst wäre halt auch cool, ne? So ein Regionalexpress abschleppen, der auf offener Strecke liegen geblieben ist oder so. Wäre schon cool. Kann ja eigentlich mal das Fenster aufmachen, dann ist das alles hier ein bisschen lauter noch. So, und ich glaube, jetzt müsste auch gleich schon der erste Bahnhof kommen. Genau. Wie gesagt, wir könnten jetzt auch durchfahren, aber wir wollen das natürlich richtig spielen hier. Deswegen halten wir jetzt hier mal an. Boah, perfekt. Einmal die Türen auf. Sehr schön. Können hier mal aussteigen. Mal kurz hier umgucken. Was sind das für ein Bahnhof hier eigentlich? Oh, hier können wir eine Streckenkarte aufhängen. Wo sind wir denn hier? Aschaffenburg Hochschule. Ah ja. Hier sind die ganzen Studenten unterwegs. Können wir da auch hochlaufen? Das wäre genial. Oh, Verkehrsleitkegel aufgestellt. Sehr gut. Das ist schon ein Anblick. Also ist schon richtig schick. Aber warum zwei? Das wäre cool, wenn mir das noch jemand sagen könnte. Schafft das eine nicht? Ich meine, die ziehen ja
Hör mal, Türen zu, bitte. Die ziehen ja Güterwagen ohne Ende. Warum sollten die jetzt mit drei Passagierwagen nicht klarkommen? Ja, der Etienne, der meinte heute im Teamspeak zu mir: Patrick, hast du gesehen, da ist das erste Szenario draußen für Transim World? Sag ich: Hä? Ja, guck mal, Railsim Forum. Ja, und da habe ich dann gesehen, der Flo hat da wohl stundenlang rumgebastelt und es wirklich tatsächlich geschafft, für uns hier ein Szenario zusammenzubasteln. Und das macht echt Hoffnung auf mehr, wenn das jetzt wirklich möglich ist. Und er hat, ich glaube, er hat auch geschrieben, das wäre theoretisch für alle anderen Strecken auch machbar. Stark bergauf. Ach, da ist schon der zweite Bahnhof. Brauchen wir gar nicht mehr aufschalten. Hier steigen wir natürlich auch noch mal kurz aus, wenn wir hier schon die Möglichkeit haben, an den Bahnhöfen anzuhalten. Dann können wir natürlich auch kurz aussteigen. Geil. Wo sind wir denn hier? Hier sind wir in Aschaffenburg Süd. Aber hier scheinen wir nichts aufstellen zu können. Gehen wir mal hier runter. Doch hier. Schön finde ich ja, dass hier sogar implementiert ist, dass man hier Sachen aufstellen muss, obwohl man hier bis zur Veröffentlichung von Ich bin ein Berliner. Bis zur Veröffentlichung der 204er eigentlich nur zu Fuß hinkam. Das finde ich auch interessant. Wie geil würde ich das einfach finden, wenn ich am Bahnhof warte und da kommt anstatt meines regulären Zugs sowas. Das wäre schon Erlebnis. Kann man noch mal einen Screenshot machen? Das wäre wirklich, glaube ich, ein Aha-Effekt. So, bahnhofsmäßig war es das jetzt. Mal die Türen noch zu. Jetzt fahren wir noch ein Stückchen weiter. Da haben wir wieder ein rotes Signal, aber da ist gar keins. Ah, jetzt ist grün. Es ist ja ein umgestürzter Baum gemeldet. Ich finde es ja auch immer wieder faszinierend, was sich manche Spieler echt für Arbeit machen, um für all die anderen sowas wie hier dann wirklich zu basteln. Gerade weil es ja bei Train Sim World anscheinend nicht so einfach ist, finde ich das umso besser. Ich weiß ja, dass der Flo mir auch ab und an zuguckt. Also, wie gesagt, wenn du das hier siehst, vielen, vielen, vielen Dank dafür. So, jetzt schalten wir mal ordentlich auf. Boah, der Sound.
Einmal hier rüber. Ja, ein gutes Stückchen haben wir noch. Ja, normal würden wir jetzt auf dem rechten Gleis fahren. Um dann nach rechts rüber zum Bahnhof zu fahren, zum Hafenbahnhof. So, und ab dem nächsten Signal, so wie ich das verstanden habe, müssen wir dann auf Sicht fahren. Ja, ein bisschen rausnehmen hier. Dann immer schneller. Genau, hier rechts geht's runter zum Hafen und wir fahren hier links die Strecke entlang. Genau, und jetzt müssen wir auf Sicht fahren und da vorne sehen wir schon, genau, da vorne liegt der Baum auf der Strecke. Da hinten ist dann irgendwo der Hafen. Da sehen wir, die Schornsteine sind am Rauchen. Ja, jetzt gehen wir mal vom Gas, weil wir wollen ja nicht in den Baum krachen. Am roten Signal halten wir dann an. Weil dort endet für uns diese Fahrt. Ja, ziemlich cool. Auch wenn das jetzt, wie gesagt, natürlich nicht wie so ein normales Szenario ist, wie man es aus dem Spiel kennt, ist das schon echt fahrenswert, würde ich jetzt mal sagen. Nicht sehenswert, sondern fahrenswert. So. Zack. Hier endet dann halt einfach das Gleis, ne? Das ist halt, das hat er halt cool gelöst mit, es wurde ein umgestürzter Baum auf den Gleisen gemeldet. Ist jetzt kein umgestürzter, sondern die stehen hier. Hier endet das dann halt, ne? Das geht dann hier hoch. Über hier war auch nie geplant im Spiel, dass hier irgendjemand mal irgendwann vorbeikommt. Deswegen sieht das so aus. Aber er hat das Szenario halt so gelöst. Streckensperrung wegen einem umgestürzten Baum. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und guckt euch selber an, installiert es euch und ich wünsche euch eine Menge Spaß damit. Bis zur nächsten Fahrt. Ciao.